Svenja, kommst du frühstücken? Möchtest du Toast oder Brötchen haben? Du Schlafmütze, steh auf. Svenja? Was ist das denn? Hallo, Svenja? Svenja? Ach, da kommt sie her. Guten Hallo? Tag, wir Tag. Kommen vom Bestattungshaus Fassbender. Bitte? Dann möchte ich Ihnen erstmal unser Beileid aussprechen. Wir sind hier, um die verstorbene Svenja Walter abzuholen. Das kann nicht sein. Das ist meine Schwester. Meine Schwester ist 16. Svenja Walter? Nein, die ist 16. Das kann nicht sein. Wir haben aber den Auftrag. Nein, das kann nicht sein. Hier, keiner angerufen. Also ich rufe. Es gibt solche. Nein, also ich rufe jetzt die Polizei. Das ist wirklich jetzt ein bisschen seltsam. Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrportwache. Absolut nachvollziehbar, dass Sie jetzt so aufgebracht sind. Aber glauben Sie uns, wir werden alles daran setzen, Ihre Schwester wirklich zu finden. Ja? Deswegen, ich kurz noch mit meinem Kollegen. Ja. Ja, was sagen die jetzt? Also die wissen nicht. Wir müssen mit dem Chef auf jeden Fall reden. Wer die engagiert hat, wissen sie nicht. Deswegen müssen wir auf jeden Fall da uns nochmal mit denen in Verbindung setzen, ob wir da vielleicht ein bisschen rauskriegen, wer da was irgendwie organisiert hat. Mhm. Können Sie uns da mal was irgendwie zum Tagesablauf irgendwie jetzt sagen? Wollten Sie sich treffen? Nein, also wir wohnen hier zu zweit. Das ist meine kleine Schwester. Okay. Unsere Eltern sind vor ein paar Jahren verunglückt. Mein Beileid. Und, ja, danke. Und seitdem kümmere ich mich halt um sie, weil ich war dann schon volljährig. Sie war noch recht jung, sie war ungefähr 10. Ja, und ich war jetzt die letzten Tage auf einer Messe. Also ich war gar nicht da und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich vielleicht doch lieber hätte hier bleiben sollen, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Gut, das können wir natürlich jetzt im Nachhinein nicht feststellen. Ich habe noch eine Zwischenfrage. Ich habe hier vorne ein Foto entdeckt. Ja. Sagen Sie, das sind Sie und es ist vermutlich Ihre Schwester? Das ist Svenja. Ja, gut, dass wir dann wissen, wie sie aussieht. Also das war dann schon mal ein Anhaltspunkt dann. Mhm. Okay. Haben Sie denn schon die Freundin mal abgeklappert? Alle, also ich habe Ihre ganzen Freunde, habe ich alle angerufen. Mhm. Keiner weiß, wo sie ist. Ja. Ansonsten, dann habe ich noch einen Freund von der Familie, den habe ich noch angerufen. Der kommt wahrscheinlich gleich. Ein Freund der Familie? Ja, das ist der René. Der arbeitet im Sozialzentrum hier, also in so einem Jugendzentrum. Die Polizeikommissare Christoph Breuer und Jan Yildiz erfahren, der befreundete Sozialarbeiter kennt die Schwestern schon sehr lange. In den letzten Jahren war er für die vermisste Schülerin sogar eine Art Vaterersatz. Das passt zu euren Bestattern. Wo kommt das her? Das lag in dem Schlafzimmer auf dem Nachttisch. Wie sieht das vorne aus? Das ist eine Trauerkarte. Trauerkarte, ach so, das passt ja mit dem Bestattungsinstitut. Ja. Ja, muss ich noch mitnehmen in die KTU? Auf ja, auf jeden Fall. Was hab, die Schrift erkennen Sie jetzt nein, nicht. Ich hab das auch, nee, ich hab das auch gar nicht gesehen. Also die Karte zeugt schon dafür da, dass zumindest sie nicht freiwillig weggegangen ist oder aber Angst hatte und doch freiwillig weggegangen ist. Also irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Wir müssen sehen, ob da jemand sie bedroht oder was dahinter steckt. Normal ist es jedenfalls nicht. Ja gut, dann ja. Gehen wir mal ganz kurz rein, mal ganz kurz gucken. So, dann zeigen Sie uns das mal. Die 28-Jährige beschreibt ihre Schwester als sehr zuverlässig. Sie glaubt nicht, dass der Teenager einfach so abgehauen ist. Ein Fund im Zimmer des Mädchens bestätigt die Vermutung. Also in der Handtasche haben wir, was haben wir denn hier? Schlüsselanhänger? Das ist auch Ihr Portemonnaie und Ihr Ladekabel fürs Handy. Und noch eine Bürste, die sieht aber sehr neu, nicht gebraucht aus. Und ein Lippenstift. Gut, kannst du mal in Portemonnaie nachschauen, bitte, ob da Geld und Ausweis etc. drin sind? Ja, Geld ist vorhanden, Ausweis ist da, Sparkassenkarte ist da. Ja. Ist also alles vorhanden. Ist nichts entwendet worden. Aber sieht nicht nach einem Kapitalverbrechen aus. Genau, das ist es. Das ist es. Also das ist sehr komisch jetzt gerade. Ja, was wir genau komisch finden, ist wie folgt. Also wir finden hier eine Tasche auf. Wir haben hier eine Dame, die nicht auffindbar ist. Wir haben hier einen Trauerstrauß. Und ja, normalerweise, wenn man wirklich flüchtet, dann nimmt man ja auch eigentlich seine Sachen mit. Ja, und man vergisst, also man hat dann sein Geld mit, man hat sein Handy. Also das Handy ist noch hier, oder? Handy habe ich noch keins gefunden, nein. Negativ. Oh, okay. Gut, aber Handykabel, Ladekabel, das nimmt man heutzutage auch mit. Die sind ja mal recht schnell Entladehandys. Gut, also das sieht mir irgendwie aus, als wenn sie geflohen wäre. Oder aber sagen Sie, Ihre Schwester hat keinen Führerschein, nehme ich mal an. Nein, wieso? Gut. Wie kommt die denn hier weg, wenn sie sich normalerweise von hier fortbewegt? Mit dem Bus oder mit dem Fahrrad?
Gut. Können wir denn mal sehen, ob das Fahrrad noch da ist? Ja. Okay, natürlich. Wo ist das denn? Die 16-Jährige hat das Haus ohne Geld und Papiere verlassen. Unklar ist für die Beamten allerdings, ob sie dies freiwillig getan hat oder gezwungen wurde. Normalerweise steht das immer hier. Gut. Wenn es normalerweise hier steht, dann ist sie wahrscheinlich mit dem Fahrrad weg. Wir wissen mal noch nicht, ob das Fahrrad jetzt mit ihr entführt wurde oder ob sie es benutzt hat, um abzuhauen. Ich tippe momentan eher darauf, dass sie irgendwie geschockt war durch diese Bedrohung oder was weiß ich, ob das immer sein sollte, und hat das Fahrrad genommen und abgehauen. Sie weiß, dass ich mir Sorgen mache. Also sie weiß, dass sie muss sich immer bei mir melden. Das ist eine Abmachung, das muss sie machen, weil ich habe die Verantwortung für sie. Und das ist eine der Voraussetzungen, dass wir halt auch zusammen wohnen. Und das hat sie auch bis sie jetzt macht das immer gemacht? Immer. Und wenn sie nur einen kurzen Text schreibt, dass sie bei einer Freundin übernachtet am Wochenende. Komisch, ne? Also dann ist auf jeden Fall nicht was ganz normal. Dann sollten wir auf jeden Fall eine Fahndung rausgeben. Die Polizeimänner, ja, oder sind Hallo. Sie endlich? Das wurde aber mal Zeit, dass ihr hier auftaucht. Wir sind aber nicht wegen Ihnen hier. Hör mal. Hallo. Schönen guten Tag erstmal. Ja, Tachchen, ne? Wegen der Randale seid ihr hier gestern, ne? Was für Randale? Nein. Ja, gestern, nicht? Das war so, weiß ich mal, so 17, 30, 18 Uhr. Immer mit der Ruhe. Frage 1, wer sind Sie das überhaupt? Das ist der Herr Thiel, der wohnt neben uns. Haben Sie irgendwas von Svenja gehört? Was ist denn gestern hier passiert? Ja, da war so ein Typ, der wollte der eine Wäsche, und der war frech, aber richtig frech. Dann, ja, dann wollte ich dazwischen, dann war der gegen mich auch noch so frech. Und das haben Sie aber gemeldet, haben Sie gesagt, bei der Polizei? Ja, ich habe angerufen, habe gesagt, hier macht einer Randale und ist überhaupt nichts passiert. Wie jetzt denn, kommt ihr. Genau, wie sah denn der Herr aus? Das ist jetzt ganz wichtig. Ach, ja, wie sah der aus? Ja, lass mich nachdenken. Ja, pass auf, der war so... Weißt du, so 1,80 in Höhe, ziemlich schmal. Ja, dann hatte der so, kannst du nicht sagen, so blond oder so Straßenköter blond war der. Das hört sich mit nach, ziemlich breiten Mund. Das hört sich nach dem Oliver an. Wer ist Oliver? Das ist der Ex-Freund von meiner kleinen Schwester. Gut, da die könnte hatten, man... Ja, wir hatten auch ein bisschen Streit jetzt. Das ist ihr erster richtiger Freund jetzt gewesen. Und den hat sie irgendwo gesehen, in der Schule mit einer anderen. Und der ganze Kram. Und ich weiß nicht, ob das schon gemeldet wurde. Da wollte ich heute mit dir reden. Der hat einen Roller und da ist er gestern ein bisschen ausgerastet und hat wohl da Kratzer reingemacht. Möglicherweise wollte sich der Ex-Freund für die Kratzer auf seinem Roller rächen. Die Polizisten fokussieren ihre Ermittlungen ab sofort auf den jungen Mann und entlassen den Nachbarn. Aber haben Sie Glück, dass Ihr Nachbar natürlich so auf Zack ist, ne? Meinen Sie, dieser Oliver kann was mit der Sache zu tun haben? Ich weiß es nicht. Einerseits... Die haben sich gestritten, ja, aber andererseits, der ist auch erst noch 17. Und das ist ja, ich kann mir das nicht vorstellen, dass der auf so eine Idee kommt. Also das ist mir ein bisschen, nee, weiß ich nicht. Frau Walter, setzen Sie sich dann einmal kurz mit hinten rein. Egon 1520 mit Abschluss. Über Funk bestellen die Polizisten den tatverdächtigen Ex-Freund sowie den befreundeten Sozialarbeiter auf die Wache. Dort bringen sie ihre Kollegen von der Kripo auf den neuesten Stand. Die Kriminaloberkommissare Dirk Ahrens und Lara Grünberg übernehmen die Ermittlungen. Wie gesagt, es sah auch nicht aus, als wäre er eingebrochen worden. Also, es war alles in bester Guter. Hallo. Ach, das könnte er sein. Hallo. Hallo. Hören Sie mal ganz kurz auf. Sie sind? Das Oliver Joost. Das ist Ach, Grünberg ist mein Name. Schön, dass Sie gekommen sind. Sie sind vermutlich die Schwester dann. Ja, mein Name ist Ahrens, Kollege. Grünberg. Geht's gut? Ja, das glaube ich, ja. Und er war gestern Morgen eine Randale vor der Tür gemacht. Hm. Ist zumindest mal gut, dass Sie hergekommen sind. Spricht mal für Sie. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Ja, das sagen wir gleich oben. Bitte, wenn du irgendwas weißt, dann sag es bitte. Ich habe keine Ahnung. Ich mache mir so Sorgen, bitte. Wir erzählen es Ihnen gleich, ja? Weißt du was, wir nehmen einfach mal mit. Genau. Ja, wir kommen gleich. Kommen Sie einfach mal mit. Ausweis und so haben Sie ja beide. Dann zeigen wir, die Kollegen kommen gerade zu. Die aufgewühlte Frau glaubt, dass der Ex-Freund ihre Schwester schamlos ausgenutzt hat. Sie traut ihm die Tat auch durchaus zu. Während sie die Kripo-Kommissare beruhigen, erscheint der befreundete Sozialarbeiter. Ach, weißt du schon was Neues über Svenja? Nein, noch gar nichts. Noch gar nichts? Nee, den habe ich vorhin angerufen. Hallo. Sie sind der Sozialarbeiter. Genau, ich bin der Sozialarbeiter. Hallo. Und Sie kennen die zwei da? Ja. Schon längere Zeit. Ach, schon natürlich. Ja. Ich arbeite da im Jugendzentrum, da ist die Svenja nicht. Okay, haben Sie vielleicht eine Idee? Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch schon die ganze Zeit am Suchen. Warst du schon im Jugendzentrum heute? Warst du schon unten? Nee, war ich noch nicht. Da werde ich auch gleich noch mal hinfahren. Durch. Ja, ich wohne direkt drüber. Ach, super. Und deswegen werde ich gleich noch mal schauen. Ja, das wäre vielleicht ganz hilfreich für uns. Dann könnte ich ja mal Bescheid geben. Ja, werde ich tun. Okay, Sie haben ja die Telefonnummer? Ja, okay, dann machen wir das erstmal, ne? Wie finden Sie? Dann fahren Sie jetzt erstmal ins Jugendzentrum. Ja.
Sie warten mal einen Moment hier oben. Wir gehen erstmal zu dem Ex und gucken mal, was der sagt. Ja. Zuvor allerdings veranlassen die Polizisten eine Handyortung. Ehe sie den Schüler mit dem Tatvorwurf konfrontieren, zeigen sie ihm Fotos der in dem Zimmer sichergestellten Indizien. Sagt Ihnen das was? Kennen Sie diese Gegenstände, diesen wunderschönen Blumenstrauß? Nein. Diese Karte? Aber das ist... Ist es nicht Svenjas Zimmer? Das könnte so sein, ja. Sagen Sie uns was dazu. Haben Sie die Sachen da hingelegt? Nein, die Sachen habe ich noch nie gesehen. Aber ich kenne halt Ihr Zimmer. Haben Sie einen Blumenstrauß gekauft? Gestern, vorgestern, Nein. heute? Mit welchem Geld? Ich bin Schüler. Herr Just, Fakt ist, Ihre Ex-Freundin ist weg. Die Sachen lagen bei Ihrem Zimmer. Sie hatten gestern Abend Streit mit ihr. Das haben ja mehrere Personen mitbekommen. Und deswegen sitzen Sie jetzt hier. Ja, ich war sauer, weil sie hat meinen Roller zerkratzt. Und da war ich halt bei ihr und habe halt gegen die Tür geklopft, aber es hat keiner aufgemacht. Dann bin ich halt wieder gegangen. Gut, aber Fakt ist, die Sachen lagen in ihrem Zimmer. Sie ist weg und es hat auch jemand ein Beerdigungsinstitut beauftragt, dorthin zu kommen. Ja, und die Schwester zu überraschen, dass die Tochter, die Schwester tot sei. Aber damit habe ich gar nichts zu tun. Da sind Sie sich sicher, ja? Ja, also ich mag Svenja. Ja, sagen Sie uns mal, ja, das scheint ja nicht so funktioniert zu haben. Ich weiß nicht. Ich glaube schon, dass Sie mehr wissen, als das, was Sie jetzt hier preisgeben. Wieso ist denn die Rolle verkratzt worden? Weil ich sie mich halt erwischt hat. Weil sie verarscht hat, muss man so sagen, ja? Ja. Und Sie waren jetzt so sauer wegen Ihrem Roller, weil Sie nichts drauf haben? Ja, und dann bin ich zu ihr vor die Haustür und hab geklopft und dann, keine Ahnung, kam auch noch der Nachbar raus und hat mich dann auch noch angeschrien. Und ja, keine Ahnung, bei mir ging halt die Sicherung durch. Aber dann bin ich auch wieder nach Hause gefahren. Das war's. Passen Sie auf, die Spurensicherung war sehr erfolgreich, hat die ganzen Sachen mitgenommen und wird jetzt gerade Spuren sichern an den ganzen Gegenständen. Und Sie gehen davon aus, dass Ihre Spuren nicht vorhanden sein werden an den Gegenständen? Versichere ich. Ich habe damit nichts zu tun. Sind Sie damit einverstanden, dass Sie uns freiwillig Fingerabdrücke geben und eine Speichelprobe überlassen? Wenn Sie nichts zu verbergen haben? Gerne. Die Aussage und das Verhalten des 17-Jährigen deuten nicht darauf hin, dass er der Täter ist. Dennoch wird der Schüler erkennungsdienstlich behandelt. Gleichzeitig hat die KTU alle Spuren verfolgt und eine bringt den entscheidenden Hinweis. So, erstmal, was die Fingerabdrücke anbelangt. Also, ich kann euch zumindest so viel sagen, hier sind Fingerabdrücke drauf. Die sind wohl von der Frau Wolter, ausschließlich. Wir hatten ja das Portemonnaie dort, da war ja die EC-Karte drin, Bankkarte. Konnte ich jetzt im Ausschlussprinzip machen, konnte ich die vergleichen. Also es sind definitiv ihre, es sind keine anderen drauf gefunden worden. Also das hilft euch wahrscheinlich schon mal nicht weiter. Nee. Aber was ich habe... Handschuhe getragen? Möglich. Sieht so aus. Sind also nur von ihr welche drauf gewesen, also von daher. Das Weitere ist das Beerdigungsinstitut. Mhm. Da haben die Kollegen von euch angerufen und haben dort eine Information gekriegt. Ein Mann hat die bestellt und alle Formalitäten werden vor Ort geklärt. Also von daher, das fand ich sehr hilfreich. Haben die was gesagt, jünger oder älter, oder haben die gar nichts? Männliche Stimme, mehr konnten die nicht dazu sagen. Aber jetzt wird es ein bisschen spannender. Und zwar gerade dieser Blumenstrauß, da wurde rumtelefoniert und tatsächlich beim 5. fündig geworden. Und zwar konnten die sich sehr gut an eine Person erinnern, haben auch ein Phantombild. Das ist Kondose. Sagt euch das schon was? Ja, das ist, könnte der Ziehvater sein, also hier, dieser Betreuer von diesem Jugendzentrum. Mir fällt jetzt wirklich der Kindler an, oder? Den haben wir eben gerade entlassen, weil wir uns überhaupt nichts dabei gedacht haben. Passt also sehr schwergewichtig, 120 bis 140 Kilo, ca. 1,80, 1,85 Kilo. Das kann ich jetzt nicht fassen. Also ich meine, der ist mit den Zweien ist der ja so vertraut, schon seit Jahren. Die junge Frau kann sich nicht vorstellen, warum der Sozialarbeiter die Trauerblumen und das Beerdigungsinstitut bestellt hat. Die Kripo-Kommissare haben aber eine Vermutung. Also jetzt, man könnte sich vorstellen, dass vielleicht er irgendwas von ihr wollte und sie hat ihn abblitzen lassen. Vielleicht lief ja schon was, aber ich meine, das ist ein junges Mädchen, die ist noch minderjährig und er ist ein Erwachsener. Vor allem, wer weiß, wie die Stellung zueinander ist, Schutzbefohlener, wie auch immer, also ein Sozialarbeiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, also das, ich bin wirklich sprachlos gerade. War ja auch dieser Spruch auf der Karte, hat sie den gelesen? Ja, sie sollen nichts sagen. Nichts sagen, es wird ihr keiner glauben, so sinngemäß. Den haben wir ja noch keine Bedeutung zugesprochen, aber jetzt möglicherweise gibt es natürlich einen Schuh. Hat er schon mal irgendwelche Andeutungen gemacht? Hat er sie vielleicht auch schon mal so ein bisschen... Nein.
Also, Sie wissen auch gar nichts davon. Ja, was haben wir? Wir müssten mal stören. Und zwar, das Handy wurde für 1-2 Minuten etwa angeschaltet. Und zwar konnten wir es orten, beziehungsweise von der KTU die Leute. Und zwar im Stadtwald. Die Schwestern haben von ihrem Großvater eine Waldhütte im Stadtwald geerbt. Möglicherweise hält sich die Vermisste also dort auf. Die Ermittler lassen sich von der 28-Jährigen den Weg zeigen. Bei ihrer Ankunft erkennt die junge Frau das Auto des Sozialarbeiters. Aus Gründen der Sicherheit muss sie aber im Einsatzwagen bleiben. Keiner drin im Auto. Okay, mal ganz kurz. Du bist Sie krank, sind hier Kind. Von alleine hergegangen oder hat er Sie hierher gebracht? Und dass ich endlich gefunden habe, so. Darf ich nochmal ganz kurz, hat er Sie hierher gebracht? Ja, ich sag, nein, ich bin alleine gekommen. Er hat mir Drohungen irgendwie aufs Bett gelegt und so, dann bin ich abgehauen. Drohungen? Also Sie sind abgehauen? Ja, er ist mir gefolgt. Was sind für Drohungen? Und er ist gefolgt in die Hütte? Ja. Okay. Und dann hat er mich angefasst. Hier in der Hütte hat er Sie, und vorher? Auch schon? Er hatte nur Drohungen. Ich dachte, ich könnte ihm vertrauen, denn ich wollte ihm eigentlich... Wie kannst du meinem Freund... Sie wissen schon, du wirst nie wieder minderjährig mit Kindern zusammenarbeiten. Und Sie können nicht einfach jemanden hier so bedrängen. Wahrscheinlich auch sexuell, davon gehe ich mal aus. Sie sind Sozialarbeiter. Also ich meine, die zwei Mädchen haben sich ihnen anvertraut. Was soll das? Mal ganz ehrlich. Ziemlich verwerflich das Ganze, oder? Dann kommen Sie auf die Dienststelle und machen so eine Show. Stellen Sie sich noch Gutmensch hier da und wollen helfen suchen. Ja, und haben ich liebe meinen Job. Ja, sie ist minderjährig. Glaube ich, aber das sie wissen schon, das ist ein Erbrechenstatbestand, ne? Sie ihren Job nicht versuchte mehr. Vergewaltigung? Also, ich glaube, Sie werden Ihren Job sowieso nicht mehr genau, ausüben. Sie haben ja sowieso alles mitgehört soweit. Der Sozialarbeiter zeigt kein Unrechtsbewusstsein. Möglich, dass er auch bei weiteren Schutzbefohlenen seine Grenzen überschritten hat. Ich hätte aber noch eine ganz kurze Frage. Hat er noch andere, sage ich mal, gute Beziehungen zu irgendwelchen Mädels in dem Jugendzentrum? Oder wissen Sie das nicht? Ich glaube nicht, das weiß ich nicht, weil ich habe mit niemandem darüber geredet. Okay, müssen wir einfach mal nachvernehmen, ne? Nee, gut. Okay. Sind Sie denn froh, dass Sie Ihre Schwester jetzt wieder wohlbehalten? Ja, auf jeden Fall. Also, ich werde erstmal nicht so weit wegfahren, ne? Und wenn was ist, dann melde dich bei mir das nächste Mal. Du kannst mit mir über alles reden, das weißt du doch. Ja. Okay. Oh, wunderbar, dass wir da zusammen sind. Komm jetzt. Was ein Glück. Aber ich denke mal, unverletzt, ne? Erstmal. Ja. Komm, dann fahren wir Sie da. Fahren wir euch heim. Genau. Ja. Und alles Weitere, das können wir auch noch später bzw. morgen machen auf der Dienststelle. Ne? Jetzt kommst du erstmal runter. Wenn du magst, gehst du auch zum Arzt. Ne? Das wäre natürlich das Allerbeste, dass er einfach trotzdem drüber schaut. Okay? Ja. Gut. Der Täter wird festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Er muss sich wegen Hausfriedensbruch, Bedrohung und versuchten sexuellen Missbrauchs verantworten. Das Opfer behält keine Folgeschäden zurück.